Live aus Wiesbaden, Schokibanoki Late Night. Heute im Studio Christian und Sascha, die sich vor der Sendung ausnahmsweise mal geduscht haben. Hier kommt Schokibanoki Late Night. Hallo, hallo, hallo. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Schokibanoki aus den Studios von Radio Rheinwelle hier bei YouTube. Sascha, hallo. Hallo Christian, wenn du so reinkommst, dann denke ich, du würdest jetzt gerade sagen, hallo, hallo bei meiner Hobbitek. Herzlich willkommen in der Hobbitek. Ja, Jobbitz. Ja, hört es an. Sascha, ich möchte gucken, wir werden heute mal testen, wie gut dein Gehirn ist. Es gibt viele Leute, die sagen, dass das ein bisschen limitierte Fähigkeiten hat. Ich sage immer, das stimmt. Aber ich möchte das auch gerne den Leuten hier präsentieren. Nicht nur Audio, sondern auch visuell. Ja. Genau, ja. Wir werden jetzt das Ja-Nein-Spiel spielen. Das heißt, du darfst alles sagen, außer Ja und Nein. Das ist korrekt. Das also hat schon mal funktioniert. Und darf ich aber sagen. Und darfst du sagen, ja. Aber nicht Ja und Nein. Verstehe. Okay. Ich werde hier stoppen und das Ganze werden wir dann nachher besprechen. Wie lange, also so lange, wie ich es aushalte oder was? Genau, wir wollen gucken, wie lange du es aushältst. Und wenn ich es jetzt 10 Minuten aushalte, machen wir 10 Minuten? Ja, genau. Das ziehen wir durch. Genau, das ziehen wir jetzt durch. Das ziehen wir durch. Das ist dann der neue Schokibanoki-Rekord. Dann müssen das andere Gäste hier müssen es dann nach und nach übertreffen. Ah, das ist eine gute Idee. Ja, dass wir jetzt heute festhalten. Gut, dass du die Idee schon vorher hattest und nicht jetzt gerade erst entwickelt hast. Ich bin einfach so ein Ideenentwickler. Sowas sprudelt aus mir heraus. So, dann leg mal los. Auf die Plätze, fertig, los. Sascha, du hast heute ein rotes T-Shirt an. Selbstverständlich. Wie bist du zu dem roten T-Shirt gekommen? Das rote T-Shirt, das hat mir heute mein Du kannst auch ganz normal reden. Ich kann das Wort nicht. Also, was denn? Mein Herrenausstatter hat Herrenausstatter mir hingelegt und hat gesagt, Mensch, Sascha, das wäre doch was für dich. Da mach doch mal eine Sendung mit. Aber das ist nicht dein Herrenausstatter. Ich habe das gleiche T-Shirt. Das ist mein Herrenausstatter. Aber meiner. Deiner ist es. Der hat mir ein T-Shirt zur Verfügung gestellt, oder was? Dein Herrenausstatter weiß nicht, was der Nein, gemacht dein, hat. Nein, ich habe ja das gleiche T-Shirt wie du. Deswegen, dein Herrenausstatter hat mir anscheinend auch... Du hast auch nicht das gleiche T-Shirt wie ich. Nein, heute anders. Nicht, aber ich habe es grundsätzlich. Du hast es grundsätzlich? Ja. Ne? Stimmt. Stimmt. Oh, nicht schlecht, Sascha. Du hast die ersten 44 Sekunden überstanden. Ja, Respekt, ja, okay. Sascha, auf dem Weg heute hierher sind wir... Selbstverständlich sind wir. Okay, selbstverständlich hast du aufgebraucht. Du musst jetzt was anderes benutzen. Stimmt. Wir sind ja mit dem Auto hier. Du hast recht. Und du hast Getränke mitgebracht, ich ja? Ich bin ganz deiner Meinung. Och, Alter. Was denn? Ja. Finde ich total langweilig, wie du das hier machst. Stimmt. Das so, ja. Selbstverständlich. Möglicherweise. Möglicherweise. Kann sein, ja. Möglich. Aber so finde ich das doof, das Spiel, weil... Wieso? Ja, weil du immer nur so die gleichen Begriffe benutzt. Ich gebe dir doch ordentliche Antworten. Ja, aber die sind sehr limitiert. Die sind überhaupt nicht limitiert. Das ist wie so ein Sprachcomputer, so, wenn er irgendwo bei der Hotline anruft. Ich rede doch mit dir. Ja, aber der Sprachcomputer macht auch so, wie, dann geben Sie eine Zahl ein. Selbstverständlich. Also, ja, genau, so. Was so, denn? Genau, ja. Was denn? Ja. Frag mich was. Komm, frag mich was. Okay. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind dummes Zeug erzählen, dummes Zeug erzählen und dummes Zeug erzählen. Okay, und warte, nein. Ah, ich hab's für da, also verpasst, ich hab nein gesagt. 1,49. 1,49, gut. Nein, 1,51. 1,51. Das ist eine hohe Messlatte. Das ist eine hohe Messlatte. Die Messlatte, die Messlatte hochgelegt, hoch. So rum. Angelegt. Ja, genau. Eine hohe Messlatte. Was ist mit dir los? Das ist eine hohe Hürde oder die Messlatte ist hochgelegt? Ganz schlecht, Christian, ganz schlecht. Ich bin enttäuscht. Ich finde es jetzt... Also das nächste, das machen wir mal andersrum und dann bin ich mal gespannt, ob du 1,51 packst. Dann sage ich die ganze Zeit einfach nur, selbstverständlich. Selbstverständlich. Möglicherweise. Ja. Komm, ist doch egal. Ja. Aber ansonsten hast du dich eigentlich ganz gut geschlagen. Ich finde eigentlich auch. Ja. Ich war jetzt relativ stolz auf mich. Ich auch. Ja. Und ich bin so stolz, ich... Ich gucke, ich gehe jetzt mal gleich mal zu meinem Herrenausstatter und sag dem mal, was der mir für eine Scheiße rausgelegt hat. Ich mache jetzt was anderes. Cheerio, Miss Sophie. Ciao. Das war Schokibanoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.